Hallo Leute, heute machen wir die ultimative Sportart und zwar in Boxen. Bevor wir im letzten Part Wii Fitness machen, machen wir die ultimative krasse Sportart, die es jemals hier gegeben hat. Und wie auch immer, starten wir durch natürlich mit dem Training und let's go. Wir fangen an mit dem Sandsack. Was mir persönlich damals sogar sehr viel Spaß gemacht hat. Da konnte ich wenigstens meine Wut auslassen. Das war lustig. Aber egal. Bearbeitet den Sandsack so kräftig wie möglich, um ihn aus der Haltung zu schlagen. Versuche es mit Kombinationen. Und damit es bei mir noch beschissener aussieht, mache ich mich mal ein bisschen enger. So. So in der Art. So. Passt. Sieht zwar noch behinderter aus, aber juckt mich nicht. Soll gut rüberkommen. So. Perfekt hier. Ich mache das Ganze zwar im Sitzen, aber egal. Extra dafür jetzt zu stehen, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wir starten direkt an. Wir fangen direkt los. Es gibt ja sowieso verschiedene Arten vom Sandsack. Wir haben auch noch gerade den schwersten auch noch. Also wo es ein bisschen dauert. Der mittlere, naja, der geht wenigstens noch. Die normalen halten nicht so lange. Die gehen nach 3-4 Schlägen down. Die normalen, ja, das ist... Die normalen gehen immer am schnellsten. Das ist immer... Wunderbar. Hoffe, dass man mich noch recht verstehen kann. Ich habe mein Mikrofon diesmal etwas weiter entfernt, damit man so sehen kann, wie ich mich beim Boxen so anstelle. Weil da ist ein bisschen lustiger, würde ich mal so behaupten. Ich glaube, das sieht wirklich etwas lustig aus. Ich mag die Schwarzen nicht. Ich glaube, man hört auch den Sound von der Reefer-Bedienung, kann das sein. Ich wollte das einfach mal diesmal mal etwas laut einstellen. Aber ja, gut. Ich finde das geil. So richtig einfach eine reinhauen hier. Bam, in your face. Und nochmal. Zack. Zack. Da kenne ich nichts. Weg mit euch. Komm, 35 Punkte ist noch machbar. Nein. Kacke. Aber egal. Für den Anfang der 36 Punkte und gleich Gold. Ja, Mann, wahrscheinlich. Da bin ich wenigstens echt gut drin. Also in dem LP-Projekt schon mal die erste Goldmedaille. Yay. Würde ich gerne sogar nochmal machen. Aber wir machen natürlich direkt weiter mit Auswahl. Nee, das kommt noch. Beinarbeit. Das ist Ausweichen. Dein Trainer bewirft dich mit ununterbrochenen Bällen. Lehne dich nach links und rechts, um auszuweichen. Das ist lustig und zugleich auch ein bisschen kacke. Ihr wisst, ihr seht's gleich, warum. Es ist recht leicht auszuweichen, aber später, wenn er schneller wirft und dann zwei Bälle gleichzeitig wirft, das ist scheiße. Aber für den Anfang ist es auf jeden Fall leicht. Ja. Ach du Scheiße. Ja, da fängt schon an, ne? Ja, genau das meine ich. Ja, der Betrug, ja, genau. Jetzt fängt's gut an. Ja, klar. Wow. Bringt das was, das... Nee, scheiße. Scheiße. Nein. Nein. Nee. Wie ich vorhin gesagt habe. Ja, jetzt wirst du wieder langsam. Was bist du für ein Trottel? Jetzt wirft er wieder schnell. Das ist ein Massage. Der wirft mal langsamer, schnell. Ja, noch mehr Minuspunkte. Verpiss dich mit deinen Drecksbällen. Das sind einfach billige Tennisbälle. So, ach komm, ey. Junge, hör auf. Dankeschön. 78 und minus 20. Toll. Das ist gerade mal Bronze. Wahrscheinlich ist das erstmal Bronze. Ja, pff. Dann halt nicht. Egal. So. Ja, das wird lustig. Wenn man... ihr seht selber, das brauche ich nicht extra noch zu erläutern, wenn ich mich richtig dämlich anstelle. So, Treffsicherheit. Beobachte und trifft die Handschuhe des Trainers. Sie sieht zwar beim ersten Blick nicht so aus, als wäre das Handschuhe, aber ja, gut.
Triffst du den Trainer selbst, gibt es Punktabzüge. Ja. Triff den Trainer mal im Sack oder ins Face. Das habe ich mal gepaart. Ich find's einfach lustig. Aber gut, ist eigentlich nicht so schwer. Wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Ja. Komm. Nein. Scheiße. Du sollst den nicht treffen. Bist du blöd? Nein. Scheiße. Äußerst schmerzhaft hier. Nein. Genau, es sind zwei und ich treffe ihn trotzdem, ne? So übelst unnötig. Nein. noch einen Haken gegeben zum Schluss, ey. Aber wenigstens bis Bronze hat's gereicht. Oh mein Gott. Ich glaube, das war die kürzeste Folge überhaupt. Es sind gerade mal 6,5 Minuten. Ach du Scheiße. Aber ja, gut. Machen wir unsere erste Runde mit dem Training. Sind wir jetzt für jede Sportart durch. Und wir machen jetzt unsere ersten Runden. Da das alles ein bisschen zu kurz kommt und ich das nicht so kurz machen möchte, mache ich mal so 2-3 Runden. Hab ein Niveau von 300. Mal schauen, wie das Ganze so wird. So, meine Lieblingssportler, komm, ich schlag dir die Fresse. Man kann das übrigens machen, wie man will. Entweder so hochschlagen, dann trifft man die Leute mitten ins Face. Oder man macht einfach so. Entweder so oder so. Das ist Kopf, das ist Bau. Komm, das sieht sogar sehr gut aus. I'm a motherfucker! Okay, das war jetzt nicht so ein guter Zeitpunkt, jetzt sowas zu sagen, aber egal. Ja, in die Fresse geschlagen. Yo. Und gleich 73 Punkte dazu bekommen. Das finde ich richtig nice. Nochmal. Nee. Gut. Ich bin da richtig hyperaktiv, ey. Ich glaube, man merkt's. Oh, ab 1000. Ab Niveau 1000. Ey, das wird krank. Die Anfänge sind wenigstens noch leicht. Ich bin zwar nicht rassistisch, aber ist das nicht ein bisschen rassistisch, dass ich ihn einfach so zusammenschlage oder so, als wäre ich rassistisch, obwohl ich nicht bin? Ich glaube, das kommt ein bisschen komisch rüber. Scheiße. 6, 7, 8, 9, 10. Yo! I'm the king of... Boxen. Gibt's ein englisches Wort für Boxen? Keine Ahnung, egal. Und wieder. Ey, das geht immer schnell vorbei. Ohne Witz. Das ist so krank. Auch ich mach einfach so ein paar Runden, bis wir mal so 11, 12 Minuten haben. Das ist immer noch zu kurz. Noch nicht mal 10 Minuten. Ich muss auch noch Werbung schalten. Ironie, ne? Ironie. Scheiß auf die paar sind. Soll auch nicht geldgeil klingen, deswegen bringt mir nichts. Egal. Wer keinen Spaß versteht, ja. Pff. So, haben wir das auch mal durch. So. Wann wird es endlich mal etwas schwieriger? Ist ja wieder ein Schwarzer. Ich bin, wie gesagt, ich bin nicht rassistisch. Was kann ich dafür, wenn das so random aufkommt? Ja, ich werde auch geschlagen, komm. Bam. In die Fresse. Komm, schlag zu, damit ich so einen übelst geilen Slow-Motion-Move machen kann.
In die Fresse. Okay, war zwar eher in den Bauch, aber egal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Als ob. Lol. Endlich mal eine Herausforderung. So etwas. Oh, übelst gegeben. Und noch mal rein. Scheiße, hat mich mal sogar mal getroffen. Oh, der hat mir Kinderhaltung gegeben. Ich habe schon wieder das Mikrofon getroffen. Ey, Alter. Soll mich nicht zusammenschlagen. Was bildest du dir ein, Alter, Junge? Boah, direkt gegeben. Komm, ich schlag mal von unten rein. Oh, richtig hart. Komm, noch mal. Ah, der war richtig nice. Komm, jetzt bist du down. 3, 4, 5, 6. Ja, Alter, ich habe mal eine Herausforderung. Nice. Noch mal eine rein. Scheiße. Er hat mal Skills. Er hat Skills. Der Typ hat Skills. Mehr oder weniger. Oh, scheiße. Nicht in der ersten Runde totgeprügelt. Verdammt. Komm, am besten nur Kopf treffen. Ja, der war gut. Ich sollte mein Mikrofon nicht so oft mitbewegen. Komm, du musst irgendwann mal sterben. Ja. Ja. Okay, der war richtig nice. Okay, wir haben eine gute Zeitspanne erreicht. Hören wir jetzt mal auf. Wie viele Runden habe ich gemacht? 3? 4? Irgendwie so, auf jeden Fall. Ah, der schwitzt sogar schon. Oh, ich habe auch geschwitzt. Schade. Scheiße. Ah, Niveau von 520. Wunderbar. Wunderbar war auch dieser Part. Würde ich mal so andeuten. Und ja, wenn es euch mal wieder gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim letzten Part, wo wir dann das Wii Fitness machen, wo wir 3 random Trainings Sachen machen, um dann das Wii Fit alle herauszufinden. Vielleicht schaffe ich ja mein persönliches Alter. Aber ja, das machen wir natürlich dann im letzten Part. Deswegen würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part hier in Wii Sports. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute. Macht's gut.